Wie bitte? Tabakrauch wurde durch blub, eingeführt? So? Frag mich, hat das wirklich was gebracht? Hat es jemandem geholfen und der hat dann weitergelebt ganz normal? Oder, weil, wieso sollte man das wiederholt immer wieder machen? Wisst ihr, was ich meine? Wenn es nichts gebracht hat. Wer kam auf die Idee, okay, wir stechen jetzt eine Nadel durchs Auge durch, um ins Gehirn zu kommen? Und dann meinte man, ja, das finden wir gut, das machen wir. Das probieren wir an einem Menschen aus. Leute, ich kann mir das gerade nicht anschauen. Ich finde das so schlimm. Also, mir ist gerade wirklich schwindelig. Mir ist richtig schlecht gerade. Ich raste gleich aus. Mir ist schlecht, Leute. Mir ist wirklich schlecht. Hey, Leute, ich bin's, Lena, und willkommen zu einem neuen Video. Heute reagiere ich auf ein Video von Malternativ, und zwar Medizin früher war dumm. Ich sag's euch ehrlich, ich freue mich einfach, dass ich nicht irgendwie 1400 irgendwas gelebt habe, weil da wusste man nicht mal, dass man Hände waschen muss, bevor man irgendwie was anfasst. Ich habe Malternativ natürlich schon abonniert, das Glöckchen aktiviert und ich gebe diesem Video noch einen Daumen nach oben. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn auch ihr diesem Video hier einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Video. Let's go! Gerade in den letzten zwei Jahren ist uns allen ja nochmal anders bewusst geworden, wie wichtig Medizin für uns Menschen ist. Ja. Wo wir heute Impfstoffe entwickeln können, Organe ersetzen und uns die Zähne weich bleachen, wurde früher den Leuten mit Depressionen gesagt, lach doch einfach mehr. Und anderen Patienten wurde Tabakrauch rektal eingeführt. Und wie immer mache ich das vollkommen ernst, Alter. Wir haben hier auf Malternativ... Wie bitte? Tabakrauch wurde durch blub, eingeführt? So? Tiefen Bildungsauftrag. Und den nehme ich sehr ernst. Und man sagt ja auch so schön, a apple per day brings the doctor away. Der Doktor. Im 18. Jahrhundert galt das Einblasen von Tabakrauch in den Anus als eine der wichtigsten Erste-Hilfemaßnahmen bei Wasserunfällen. Ich will nie wieder zum Arzt. Und wie belebt man jemanden mit Wasser in der Lunge durch Rauch in den Popo wieder? Keine Ahnung. Der furzt! Der muss leben! Mhm. Und die Dinger sahen legit aus wie verstehen. Eine kleine Shisha. So eine Arschbong. Gab aber natürlich auch welche zum Pumpen. Wäre ja sonst komisch. Konnte man natürlich auch bei Leuten machen, die nicht ertrinken. Weil Tabak. Find die Vorstellung aber grundsätzlich schon gruselig genug, dass da einer wie Gandalf meinen Hintern raucht. Oh Gott! Und ja. Aber halt wirklich mal. Das ergibt doch nicht mal Sinn. Wieso sollte Rauch irgendwie dagegen helfen, dass jemand mal irgendwie Wasserdings in seiner... Hä? Ich check es nicht. Mit dem Tabakklistier hat man den Patienten entweder wegen Darmbeschwerden und dergleichen oder eben beim sogenannten Scheintod in den Arsch gewaped, wenn aus Traube Minze Traube Pfirsich wird. Tabak wurde in der Zeit erst so richtig berühmt und überall als Genussmittel genutzt, aber eben auch in der Medizin wegen seiner angeblichen Wärmeenergie, in Salben, Ölen und eben Rauch genutzt. Gut, irgendwann haben die Leute dann auch gesagt, dass man Zigaretten gegen Halsschmerzen rauchen soll. Whatever. Es gab auch Asthma-Zigaretten. Why not? Du säufst, trink mehr! Also, Arschrauchen for the win. Bildungsauftrag und Powitz im Intro. Check. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder. Der lustige Mann, wegen dem du jetzt jeden Raucher in einem anderen Licht sehen wirst. Und herzlich willkommen zur dunklen Seite der Wissenschaft. Let's Wir machen go. Heute eine Reise durch die Geschichte und schauen uns an, wie abgefuckt früher Heilung ermöglicht wurde. Dass Leute früher Radiumwasser getrunken und dann ihren Kiefer oder mehr verloren haben, das hab ich schon mal gesehen. In einem dummen Tode-Video. Könnt ihr euch hier anschauen. Ist auch witzig. Aber wie dumm ist man wirklich, wenn man einfach auf seinen Arzt hört und macht, was der sagt? Ich würde sagen, dass das eigentlich sehr logisch ist, weil der hat ja eine Ausbildung, ein Studium, einen sicheren Job, eine Familie, Geld und alles, was ich in meinem kümmerlichen Leben niemals haben werde. Und grundsätzlich hat der mehr Ahnung als ich. Ja, aber diesen Luxus hatten die Menschen von damals, als Duschen als weniger hygienisch galt als Parfüm, leider nicht. Damals wurde halt Schlangenöl für allerlei Beschwerden im Wilden Westen vertickt, Kokain gegen Zahnschmerzen, Heroin gegen Husten genommen und ein Loch in deinen Kopf gebohrt, um keine Kopfschmerzen mehr zu haben. Das nennt man Trepanat. Okay. Aber also es gab aber auch diese Lobotomie-Dinger. Und das fand ich so, also ich habe meine Serie dazu geschaut und ich fand das so gruselig. Da wurde auch irgendwie so ein Loch, also irgendwie so eine Nadel eingeführt in dein Gehirn oder so, keine Ahnung. Damit dein Trauma weggeht oder Krankheiten weggehen oder halt auch Kopfschmerzen und sowas. Ich finde das so gruselig. Nation! Alles änderte sich, als die Trepanation angriff. Der Avatar ist zurück, Leute! Statt aber den Avatar-Modus anzuschalten, öffnet dir bei diesem Eingriff dein Arzt einfach den Schädel. Das ist so gruselig. Und guck mal, was drin ist. Und schau mal, da freut sich jemand drüber. Trepanation wurde aber tatsächlich bei diversen Beschwerden am Kopf eingesetzt, bei Verletzungen, eingedrungenen Projektilen oder eben überhöhtem Schädelinnendruck. Aber wie viel Druck kann da wirklich in deinem Schädel sein, wenn man dazu Ja sagt? Diesem guten Mann wurden eingedrückte Schädelteile wieder hochgezogen, wie mit so einem Korkenzieher. Wie kriegt man mehr HP, wenn ich mir... Ne, war natürlich auch damals schon eher so ein Last-Resort-Ding, aber Menschen machen Trepanation schon eine ganze Weile. Und religiös wurde sowas seit etwa 5000 Jahren praktiziert. Entweder da hat also jemand versucht, sich in ein heiliges Bücherregal
an die Stirn zu tackern oder hat er halt eine Delle im Schädel. Oder vielleicht beides. Aber ich frage mich, hat das wirklich was gebracht? Hat das jemandem geholfen und der hat dann weitergelebt ganz normal? Oder, weil, wieso sollte man das wiederholt immer wieder machen? Wisst ihr, was ich meine? Wenn es nichts gebracht hat. Und wenn du dir jetzt denkst, das ist ja eher so eine uralte, barbarische Technik. Der kleine und viel jüngere Bruder ist der Grund für dieses Video. Die Lobotomie wurde in den 1970er Jahren noch in Deutschland gemacht. Ja, aus dem Lobotomie, aus dem griechischen Lobos für Lappen und Tome. Stell dich vor, 70er. Ist wie viele Jahre her? 50 Jahre her, fast 60. Aber das ist nicht lange her. Wir schneiden der Lappenschnitt. Ich wittere hier einen Witz, den ich über den Cutter dieses Videos machen könnte. Aber mache ich nicht. Du Lappen, Alter! Ich bin hier der Einzige mit Macht über die Videos! Die Lobotomie ist eine neurochirurgische Operation, bei der die Nervenbahn zwischen Frontallappen, Fußballspieler kennen das als Stürmer, und dem Thalamus durchtrennt werden. Und warum hat man das gemacht? Question of the nature of the operation. Kopfschmerzen. Und wenn man extrem schwere psychische Erkrankungen erleidet, ne, du hast Psychosen, Depression, mach dir keine Sorgen, wir schneiden dir dein Hirn durch. Was durchstochen ist, kann ja nie mehr kaputt sein. Easy peasy. Und wie kommt man an dein Hirn, wenn man keinen Korkenzieher zum Schädel poppen am Start hat? Richtig. Am Auge vorbei und kurz reingeschoben, damit dir nicht noch weiter schlecht wird. Zumindest ist das kein grauer Star. Nee, das kannst du heute gut behandeln, aber vor ein paar Jahrhunderten wurde dir einfach per Nadel die Linse so lange zerstochen, bis man die Stückchen einfach im Auge verteilen konnte und dann, ja, konntest du maximal noch bunte Bewegungen erkennen, wenn es gut lief. Aber zum Glück wurde das dann zwischendurch auch angepasst und jemand hat dir per Strohhalm den grauen Star aus dem Auge gelutscht. Ihh, boah, stellt euch das vor. Ihh, schon beim Auge war ich weg und das jetzt auch. Wer kam auf die Idee? Okay, wir stechen jetzt eine Nadel durchs Auge durch, um ins Gehirn zu kommen. Und dann meinte man, ja, das finden wir gut, das machen wir. Das probieren wir an einem Menschen aus. So wurde wahrscheinlich Bubble Tea erfunden. Bah, grauer Star ist auch wirklich schlimm. Und davor haben die dann einfach nur die Haut genau mit so einem Haken nach vorne gezogen. Zurück zur Lobotomie. Die Ergebnisse, gar keine Emotionen mehr. Antriebslosigkeit und quasi alles, was eine Depression auch mit dir macht. Nur, dass das einfach niemand mehr merkt. Win-win für die Wissenschaft. Gab dann 1949 dafür auch einen Nobelpreis. Und die Patienten, na, die haben nicht gelacht. Warum auch depressiv sein, wenn man auch abgestumpft und interessenslos sein kann? Aber wenigstens guckt der kleine Mann seine Mutter jetzt nicht mehr blöde von der Seite an. So nämlich hat sich gelohnt. Und du bist traurig? Eispickel! Könnt ihr mal googeln, wie gut es der Schwester Rosemary von JFK nach der von ihren Eltern aufgezwungenen Lobotomie so ging. Oder schaut euch einfach diese Vorher-Nachher-Bilder von der Frau an, die sprechen doch. Ben. Vor allem bei ihr war alles gut, ne? Sie hatte nur irgendwie irgendwas Kleines und die Eltern haben sie dazu gezwungen, das zu machen. Und ja, und dann konnte sie gar nichts mehr machen. Du bist also in der Pubertät, Eispickel! Oh mein Gott, Alter, die hat sich halt zwischendurch mal aus ihrem christlichen Internat rausgeschlichen und dann tatsächlich Männers getroffen! Was? Eispickel. Und die Lobotomie ist fast so bescheuert wie der Club des Lächelns in Budapest, der Leuten nach einer großen Suizidwelle das Lachen zurück aufs Gesicht zaubern sollte. Ja, und dann haben die sich halt Smileys in die Fresse geklebt und sich die Mona Lisa angeschaut. Naja, schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, wo du auf dieser Skala dieses Video einsortierst. Null Lächeln? Vielleicht sogar ein Lächeln? Oder nur 4? Club des Lächelns, Alter. Und sorry, die Mona Lisa ist maximal eine 2. Aber immerhin noch besser als Eispickel! Kommen wir vom Löcherbohren mal zum Löcher schließen. Kennt ihr das? Jemand labert und labert und labert. Und er hört einfach nicht auf! Kein Problem. Nennt ihm doch einfach mal. Wurde das gemacht? Aber um den König von Leon. Sankudin I., auch der Fette genannt. Der lebte knapp vor dem Jahr 1000 nach Christus und dem hat halt einer die Fresse zugenäht. Der Grund für Sankus dem I. interessante Mundpropaganda war allerdings nicht unbedingt das Fresse halten, sondern das Fresse stopfen. Denn der gute Mann war neben Bund auch noch extrem gut da drin, alle Kalorien zu catchen. Und deswegen lässt man einfach mal seinen Mund zunehmen. Hä? Da konnte er gar nichts mehr essen. Und irgendwann war der gute Mann dann so dick, dass er weder laufen, reiten, noch mit dem Schwert kämpfen oder gar regieren konnte. Und so verlor er seine Sitzgelegenheit. Den Thron! Und was hilft bei Gewichtsverlust? Richtig, weniger essen. Und so war die logische Konsequenz für Sankus Großmutter, den jüdischen Mediziner Hasdai ibn Shaprut, zu Hilfe zu bitten. Und dessen logische Konsequenz war, dem Fettsack die Lippen zu versiegeln. Wie bei Matrix. Der hat ihn wahrscheinlich 100% einfach nur gehasst und wollte, dass er die Fresse hält. Also wirklich. Mit Glocke. Kaloriendefizit. Au. Es gab natürlich eine kleine Öffnung für einen Strohhalm, aber das war's auch. Und, ja, hat funktioniert. Und König Sanko ist als Hälfte von sich selbst in seinem Pferd zurückgeritten und hat dann den Thron zurückerobert. Das ist so eine pragmatische, aber dennoch
bewundernswerte Lösung für dieses Problem. Du hast Augenschmerzen? Kein Problem. Ich näher dir die Glubschatz zu. Gut, heutzutage darüber zu schmunzeln, so eine 3, by the way, würde ich sagen, ist ja leicht. Hätte der Sanko ja auch anders abnehmen können, ne? Mit Meth zum Beispiel oder mit einem Bandwurm und jetzt alle Bandwurm! Oh, das stimmt, ja. Da hat man einen Bandwurm eingegessen und konnte dann so viel essen, wie man will. Und der Bandwurm konnte so viel essen, wie er will. Ist das nicht toll? Nein, das ist schrecklich. Früher hat man aber auch geglaubt, Cornflakes, Wein und sich mit Rheuma in den toten Wal setzen wären gesund. Was? Ist es nicht. Aber andere Zeiten, andere Globuli. Und wisst ihr, was echt cool ist? Blut. Das transportiert alles Angst von der Anabie. Ist geil. Und das wusste man. Ich habe so eine Phobie vor Blut. Ich habe einmal aus der Nase geblutet und bin in Ohnmacht gefallen. Früher natürlich auch schon. Aber damals, als die Säftelehre des Körpers noch ein Thing war, hat man pretty much für alles und jedes Wehwehchen eben diesen Saft auch mal abgepumpt. Ich präsentiere ja, also voller Stolz. Blut lassen. Ekel. Den Aderlass. Ja. Seit der Antike bis weit ins 19. Jahrhundert wurde bei Menschen und Tieren Blut über Hühnerloch irgendwo abgestoßen, damit Verunreinigungen und... Leute, ich kann mir das gerade nicht anschauen. Ich finde das so schlimm. Also mir ist gerade wirklich schwindelig. Mir ist richtig schlecht gerade. Schädliche Körpersäfte abfließen können. Wurde Jahrhunderte praktiziert, aber die therapeutische Heilungseffekte konnte man quasi nie nachweisen. Denn Blut im Körper einfach nicht. Ist grundsätzlich gut, okay? Das ist wie wenn die Bremsen nicht funktionieren und man das Scheibenwasser ablässt. Korrelation? Naja, vielleicht da. Sehen die glücklich aus? Nicht mal der Arzt ist fröhlich. Warum auch? Bringt quasi nichts und tut weh. Und Blutflecken sind genauso ätzend aus dem Teppich zu bekommen wie Rotweinflecken, ja? Ich spreche da aus Erfahrung. Ludwig der 16. Sonnenkönig. Extravagant. Stylisch und... hatte einen dicken Pickel am Hintern. Nicht aus Eis, den echten. Dieser Pickel musste wie diverse andere Leiden des Königs irgendwann auch behandelt werden. Dafür wurde ein eigenes Verfahren von Charles-François Félix de Tassy entwickelt. Hat er ein bisschen hinten rumgewerkelt, alles super. Irgendwie war auch der ganze Hof mit im Raum, aber gut, soll ja jeder wissen. Das Problem ist jetzt, so weit hätte es gar nicht kommen müssen, wenn andere Behandlungen wie zum Beispiel der Aderlass nicht noch zusätzlichen Schaden angerichtet hätten. Statt sich regelmäßig zu duschen oder zu baden, hat Ludwig zum Beispiel über 2000 Darmspülungen gemacht und war regelmäßig Blut spenden, ohne es zu spenden. Er war halt beim Aderlass. Und dann, naja, Mega-Fistel. Fistel? Eispickel. Und bevor du jetzt deine Blutgefäße weitest und deine roten Blutkörperchen adieu sagst, achte lieber auf gesunde Art und Weise auf deinen Puls. Entspann dich zum Beispiel mit meinen Zweitkanal-Videos auf Ruhepuls. Ich würde mich freuen, wenn jeder, der den Kram hier mag, den Kanal vielleicht auch einfach abonniert und den Katalog an Videos nachschaut. Ich habe da wieder eine Menge gemacht und probiere da alles aus, was irgendwie nicht auf dem Alternativ passt oder wo ich einfach nicht weiß, ob ihr das mögt. Und es ist nicht nur Gaming, sondern auch Reddit-Kram und ich glaube, wenn du hier sparst, dann hast du den da auch. Und da kommt sogar öfter Content als auf dem Hauptkanal. Also, Link ist hier, QR-Code ist da. Ihr kennt das. Und nicht vergessen, alternativ mit Glocke zu abonnieren. Aber heute bitte alle rüber und schauen, ob ich Ruhepuls auch gewählt. Aber jetzt zurück zum Thema Aderlass. Nein, wieso danke. Zeigst Funfact. Du solche Bilder? Ich raste gleich aus. Mir ist schlecht, Leute. Mir ist wirklich schlecht. OP beim Sonnenkönig am Popis wollte der ganze Hof auch operiert werden. Aber der Arzt hat die dann untersucht und konnte nicht, weil die keine Fistel hatten. Sie haben leider keine eiternde Beule am Arschloch. Hier. Oh, Menno. Also Aderlass, naja, man hat es halt trotzdem gemacht. Gott. Gibt auch immer noch Websites, bei denen man es buchen kann. Übernimmt dann leider nicht die Krankenkasse, aber die zahlt ja immerhin weiter deine Zuckerperlen. Ihr Wichser. Genauso wie die für halbwegs guten Zahnersatz zahlen sollten. Speaking of. Unser guter Sonnenkönig hatte schon mit Mitte 40 quasi keine Zähne mehr. Stimmt. Unter anderem hat man ihm auch bei einer OP mal ein Stück von seinem Kiefer rausgebrochen und den Gaumen versehentlich abgerissen. Aber auch die amerikanischen Präsidenten hatten zu Beginn der Demokratie in den good old US&A nicht immer das schönste Lächeln. Wenn die Fresse aufgemacht haben, da ging die Sonne unter. George Washington verlor seine Beine beispielsweise mit 24. Deswegen lächelt er nirgendwo. Aber Zähne sind ein Statussymbol. Auch damals schon. Und als Präsident braucht man natürlich auch Werkzeuge zum Kauen der Kostbarkeiten vom Buffet-Tablett. Und die Lösung? Ein Gebiss mit menschlichen Zähnen. Wessen Zähne? Zähne von Sklaven. Aber keine Sorge. Wow, schon wieder regt es mich einfach nur auf. Aber okay, wir schauen einfach weiter. Ja, der Sklave hat ja 133 Schillinge dafür bekommen. Für 9 Zähne, die noch gesund in seinem Sehr Mund waren. Schön. Dieses Gebiss soll, by the way, später abnormal gerochen haben. Bäh. War wohl nicht so eine gute Idee, sich ein Gebiss auf Dauer in die Fressluke zu stopfen. Zwischendurch hat Washington dann auch Elfenbeinbeißer bekommen, die sich dann verfärbt haben, weil er viel Wein getrunken hat. Und dann wurde die Legende von Washingtons Holzzähnen geboren, weil sah halt aus wie ein gammeliges Stück Holz. Bäh. Alles im Mund ist ekelhaft. Zahnärzte. Bah! Das kann doch gar nicht wehtun, Alter. Dinge, die mein damaliger Zahnarzt zu mir gesagt hat. Halt dein Maul! Nein, halt mein Maul! Das tut nämlich weh. Und das kann nur ich einschätzen, nicht du. In diesem Sinne, hier gibt's mehr Malternativ. Hier gibt's mehr Ruhepuls. Und denkt immer dran, an apple a day brings the doctor away. Ja, Mann. Und lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Das würde mir viel bedeuten. Danke für euren Support. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi! Das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Kosti.